Anton 1, rücken Sie zur vorgeschobenen Basis vor. Zerstören Sie sämtliche Unterlagen über unsere Truppenbewegungen und stoßen Sie an der Kathedrale zum Rest unserer Streitkräfte. Verstanden, Oberkommando. Oberkommando Ende. Sie wissen, was Sie zu tun haben, Kerls. Außerhalb des Panzers war die Welt unmittelbarer. Der Geruch von Blut und Tod. Ohne meine stählerne Hülle unterschied mich nichts von den Leichen in den Ruinen. Ich war keine gedankenlose, allmächtige Maschine, sondern einfach nur ein verwundbarer Mann, voller Fehler.
Gleichfalls, Peter. Hat den Geist aufgegeben. Fürs Erste kommen wir auch ohne zurecht. Bringen Sie uns zur vorgeschobenen Basis. Wir haben noch was zu erledigen. Das ist die Basis. Was jetzt? Geben Sie mir Deckung, wenn möglich. Ich suche die Dokumente. Jetzt zurück zu Stefan. Erledigt. Nichts wie weg hier. Kommandant.
angreifen! Kerz. Gut, Kerz, legen Sie los. Ich arbeite dran. Dieser Idiot! Halten Sie den Mund! Er hat seine Pflicht getan, wie befohlen. Seine Pflicht? Nein, er war ein Verräter. Einer von uns. Fahren Sie weiter zum Hauptquartier. Stellung. Kommandant, was ist hier los? Ich werde es herausfinden. Und Sie reißen sich zusammen, Schröder. Oh mein Gott. Es geht alles den Bach runter. Mensch, Peter, was machen wir denn jetzt?